Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wonderbox. Wir spielen immer noch die Kampagne Die Reise des Helden und spielen jetzt Kapitel 6 mit, ja, auf Befehl ihrer Majestät. Kapitel 8, was rede ich denn da? Los geht's. Wir starten es neu. Warum neu? Na gut. Hab's ja noch gar nicht angefangen. Egal. Los geht's. Ah, okay. Schon mal ein Schwert zur Hand. Das ist ganz gut. Gehen wir hier rein. Ach, wir haben hier im Haus nur geschlafen, sozusagen. Ah, es geht auch nur diese eine Richtung. Okay. Oh, den wollte ich nicht hauen. Sorry. Ah, da. Indiana Moons Gesicht. Das Königreich wurde gestohlen. Darin befindet sich ein Drachenei, das schönste Objekt der Welt. Das werden diese Tölpel niemals verstehen. Bitte hilf uns, den Kelch zurückzuholen. Okay. Wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Können wir oben rein? Ja, okay. Ab in das Abenteuer. Ja. Und das ist eine Tür, habe ich schon gesehen. Und runtergehen. Ah. Richtung. Da. Hinein. Da kommt doch garantiert so. Ja, okay. Gut. Noch nicht gut. Runtergefallen? Achso. Münzen sammeln wir lieber nicht als halber ein. Das heißt, du brauchst so und so viel, um irgendwas zu kaufen. Das ist natürlich ärgerlich. So. Da ist eine verschlossene Tür. Okay, das ist noch so eine Wache. Die müssen von oben vielleicht runter slammen. Kann man das? Oh nein. Das geht nicht. Aber okay, da unten kann man wahrscheinlich nicht rein, dieses Rauchzeug da. Da stirbt man. Schon mal Leben wieder. Das ging ja schnell. Ich habe das Drachenei schon gefunden. Da einen Schlüssel habe ich auch noch gefunden. Münzen haben wir noch gefunden. Gibt es noch einen Weg? Nee, ne? Hier können wir auch nicht, ne? Ne. Okay. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht der Sinn war. Das ist wahrscheinlich nicht das richtige Ei. Aber guck mal. Hä? Achso, ich konnte an der Gefängnis-Dings längs lang gehen. Das war natürlich auch nicht schlecht. Irgendwo war doch noch eine Tür, ne? Hätte ich gerade eben gesehen. Irgendwo war noch eine Tür, glaube ich. Die verschlossen war. Warte mal, ich muss mal kurz zurückgehen. Ich habe doch irgendwie eine andere Tür im Kopf gehabt, die irgendwie verschlossen war. Da! Die sind dran vorbeigegangen. Wie dumm bin ich denn mit dieser? So. Okay. Es geht nach oben. Na, die Bodenpicker sind gar nicht so schlimm. Oh. Oh, ein Leben gekostet. Habe ich nicht noch Schlüssel gehabt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, den müssen wir woanders holen. Oh nein! Wie mies war das denn? Den habe ich nicht gesehen. Ah, ärgerlich. Das ist der Schlüssel. Gut, das war gerade ärgerlich. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Hat nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, achso, da geht's raus. Wo geht denn hier raus? Wo wir hier ein paar Leben bekommen?
weiß nicht, was zu trinken. Das sind nicht so viel, ne? Gut, gehen wir hier oben längs. Na, oh, wir sind draußen. Gehen hier auf den Platz längs. Achso, wir können hier direkt runterhüpfen. Gut, dann bringen wir ihr, der Tante mal das Ei, oder? Das war's? Okay, das war mal ein kurzer Abschnitt wieder. Angenehm zwischendurch mal Kurzabschnitt zu haben. Yes, das war's. Was bekommen wir denn? Mal gucken. 300 Punkte, okay. Kriegerin Torso. Genderneutral, das heißt... Bekomme ich einfach jetzt... Ja, wahrscheinlich. Machtkampf, den nehmen wir auch noch mit. Machtkampf. Okay. Wie erfreulich jemand mit einer tapferen Seele. Die Königskrone wurde gestohlen. Diese heimtischen Kreaturen sind auf ihren Ruinen aus. Bitte hilf uns, die Krone zurückzuholen. Ja, müssen wir auch da rein wieder? Yes. Okay, das machen wir. Hör zu. Ohne Anschauung kann man nichts Gutes vollbringen. Danke. Danke für diese wertvollen Tipps. Meine Reise. Ein Schwert habe ich schon mal, das ist gut. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall eine Tür, wo wir nicht rein können. Gut zu wissen schon mal. Gehen wir nach oben. Wo ist eine Tür? Gehen wir mal rein. Oh, Bogenschützen. Alter. Wie fies sind die denn? Die holen wir uns gleich. Nein. Dieser blöde Typ. Jetzt haben wir natürlich noch ein Leben. Mal sehen. Wie fies war das denn gerade? Schon wieder eine Truhe. Ein Schild, das können wir gebrauchen. Und das auch Leben. Perfekt. Aha, pass auf. Oh. So ein Schlüssel, womit können wir, dann können wir bestimmt die große Tür unten aufmachen, ne? Schnell raus hier! Oder diese Tür vielleicht auch. Yes. Dann geht's da rein. Hm. Fest. Ich häng fest. Oh. Na warte, die holen wir jetzt. Okay, was machen wir hier drin? Hier irgendwas? Bin ich zwar im Thronsaal drin, aber ist hier hinten irgendwas? Ach, guck mal, da geht's runter. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ein anderer Schlüssel. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel für die andere Tür, die weiter unten war, ne? Behaupte ich mal. Komm, wir gehen über den Tisch. Wir dürfen das. Nee. Warte mal. Da war noch eine Tür irgendwo, ne? Wir müssen gleich mal gucken. Oder reicht das schon? War das, was der König wollte? Doch, ne. Wollte doch die Krone haben, oder bin ich verkehrt? Genau. Nee, dann war da noch, ne, da war doch noch eine.
Da war da noch eine Tür. Wo war die denn? Die war da unten, genau. Da war sie. So, gucken wir da nochmal. Ach, hier sind die automatisch, okay. Okay. So, was trinken hier. Okay. So. Da ist die Krone und da ist die Tür. Ah, guck mal, ich komme hier raus. Ah, ein kleiner Geheimgang. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So. Reden wir mit ihm? Yes! Du hast nur wie ein Avatar vervollständigt. Sehr gut. Ah, ein paar Punkte bekommen wir auch. Novizenkopf. Bodenstacheln. Stachelfalle mit Auslöser. Zeitgesteuerte Stachelfallen. Verfallene Boden. Atmosphäreburg. Lederkatze. Cool, noch mehr Sachen bekommen. So. Jetzt stoppen wir gerade wieder für heute. Denn, ja, ich denke, was reicht jetzt mal für heute. Es ist mal eine kurze Folge, aber es muss auch mal sein. Wenn ihr wollt, liked mich, abonniert mich oder haut auf die Glocke. Das wäre ganz gut. Aber ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und bis dahin. Tschüss.